Hi ho, Diggi und Doppelwurf. Wie einige vielleicht bereits von euch gemerkt haben, habe ich immer noch nicht damit weitergemacht, Amnesia weiterzuspielen. Zum einen, weil ich immer noch nach den richtigen Einstellungen suche. Ja, ich habe halt nur einen Laptop, da ist das ein bisschen komplizierter. Und weil mir ein bisschen die Uni die Zeit raubt. Also ich hoffe, dass ich nach den ganzen Hausarbeiten damit endlich mal weitermachen kann. Das ist jetzt aber erstmal ein bisschen nebensächlich, denn Crazy Ground Clips hatte mich vor kurzem angeschrieben, ob ich bei einem Let's Play aushelfen möchte als unwichtiger Nebencharakter. Es handelt sich dabei um das Spiel Dead Space 3. Ah, richtig gehört. Wahrscheinlich hätte jetzt keiner damit gerechnet, dass ich so etwas auch mal gerne spiele. Neben den ganzen RPGs und Adventure Games und was weiß ich nicht alles, habe ich es auch einfach nur mal gerne, einfach mal abzuschalten, innerlich abzuschalten und einfach nur hemmungslos, lebensmüde mich in irgendwelche Mengen zu stürzen und umwelt, um mich zu schießen und um mich zu schlagen. Es wäre schön, wenn ihr einfach mal reinschaut, falls ihr Interesse habt. Natürlich, ich weiß, ich bin nicht gut als Let's Player, aber ich denke mal, das wird sicherlich noch. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr einfach wirklich mal reinschaut und vielleicht einen Kommentar hinterlasst. So, und ich dachte mir, im Anschluss zeige ich euch einfach noch einige kurze Szenen aus dem ersten Part und würde mich dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Man riecht sich, bye bye. Ich würde jetzt nicht gerne da drin sein. Ich würde auch nicht gerne jetzt da hängen. Geronimo! Achtung, der macht das doch nicht wirklich. Alles klar. So, wer als erstes unten ankommt. So einen Fernseher habe ich auch. Vom Bild her. Rauscht genauso. Ach so, ich dachte von der Größe her. Ja, macht da eigentlich keinen großen Unterschied, aber ich bin miserabler Schütze, wollte ich immer so gesagt haben. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob ich auch ein. Also ich denke auch nicht, dass ich jetzt ein super Schütz bin. Ich schätze mal, mehr als die Hälfte verschieße ich. Ach, Kacke. Ich hab's kaputt gemacht. Morgens 9:30 im Videospiel. Aber da wäre noch eine klitzekleinigkeit. Dieser blöde Arthur mischt sich immer wieder ein. Ha! Und verspielt völlig draus in meine Pläne rein. Ausgerechnet dann, wenn sie zum Greifner ist. Dann gibt es noch so eine Seite, die nennt sich Diskussion. Das bedeutet nicht, dass jeder das Diskuswerfen beigebracht wird.